Meine Damen und Herren, liebe Mitglieder und Freunde des Freien Deutschen Hochstifts, liebe Hörerinnen und Hörer. Als Direktorin des Freien Deutschen Hochstifts hier in Frankfurt am Main begrüße ich Sie heute herzlich zu unserer ersten Veranstaltung des Jahres 2021. Wie so viele andere Kulturveranstaltungen können wir sie leider nicht, wie üblich und gehofft, in unserem Arkadensaal durchführen. Die notwendigen Maßnahmen zu unser aller Schutz vor der noch immer grassierenden Corona-Epidemie macht das unmöglich. Da wir unsere Arbeit aber fortsetzen wollen, findet unsere Auftaktveranstaltung trotzdem statt. Wir produzieren sie als einen sogenannten Podcast, also in einem Audioformat, das anders als herkömmliche Radiosendungen nicht nur einmal gesendet wird, sondern wiederholt im Internet zu beliebigen Zeiten abrufbar ist. Wir überlegen zurzeit auch, ob wir eine Reihe daraus machen, die unter dem Thema des heutigen Auftakts Goethe und die Romantik vielfältige Einblicke in die Tätigkeit des 1859 gegründeten Freien deutschen Hochstifts geben könnte. Denn auch wenn das Goethehaus und das Museum zurzeit geschlossen sein müssen, unsere Arbeit geht ja weiter. Das heutige Thema verbindet unsere beiden Hauptforschungs- und Sammelgebiete. Denn es geht um Johann Wolfgang Goethe und sein Verhältnis zur Romantik. Die Veranstaltung trägt den Titel Das Romantische ist täuschend wie die Bilder einer Zauberlaterne. Und dieser Titel zitiert Goethe. Es sprechen Michael Quast und Joachim Seng. Zum dritten Mal in Folge tritt damit Anfang des Jahres ein bewährtes nachbarschaftliches Team an mit einem Thema rund um Goethe. Da ist zum einen Dr. Joachim Seng, der Leiter der Bibliothek im Freien Deutschen Hochstift, der bestens vertraut ist mit der Biografie Goethes und alles, was man sonst noch über ihn wissen könnte, mit der Geschichte Frankfurts, mit Goethes Geburtshaus und dem großen Hirschgraben hier in Frankfurt. Zum anderen ist das Michael Quast, der Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter, dessen fliegende Volksbühne im Frühjahr 2020 – endlich direkt hinter dem Goethehaus im schön wiederhergerichteten Kantatesaal landen durfte. Hier im Kantatesaal der Frankfurter Volksbühne ist auch diese Aufnahme entstanden. Wir setzen damit eine Tradition der letzten beiden Jahre nun in diesem Medium zum Hören fort und ich schaue noch einmal kurz zurück. Am 6. Februar 2019 war es dass Michael Quast und Joachim Seng damals anlässlich der Fertigstellung der neuen Frankfurter Altstadt und zu Beginn unseres Veranstaltungsjahres erstmals zusammen aufgetreten sind, und zwar mit dem Thema, man verlor sich gern in dem Gewühl Goethes Altstadt und die liebe Verwandtschaft. Der Arkadensaal des Hochstifts konnte die über 200 Besucher kaum fassen. Ebenso viele kamen am 4. Februar 2020 zu einer weiteren Veranstaltung mit unseren beiden Protagonisten und dem Titel Und Lust zu fabulieren, ein Abend mit Katharina Elisabeth Goethe, als Michael Quast, Frau Aja, der Mutter Goethes, seine Stimme lieh, eingeführt und moderiert von Joachim Seng und sehr heiter aufgenommen von den vielen Gästen. Ähnliches hätten wir uns für den 3. Februar 2021 auch gewünscht. Doch die aktuelle Situation macht das unmöglich. So wünschen wir uns nun stattdessen viele Hörerinnen und Hörer. Es geht heute in Lesung und Gespräch um Goethes Verhältnis zur Romantik. Denn das Freie Deutsche Hochstift, das wissen Sie, verwaltet nicht nur Goethes Geburtshaus sowie Handschriften, Bücher, Gemälde und Zeichnungen rund um seine Person, sondern es beherbergt auch eine der bedeutendsten Sammlungen zur deutschen Romantik. Um diese Sammlung in neue und lebendige Zusammenhänge zu stellen, entsteht zurzeit ja, direkt neben dem Goethehaus das Deutsche Romantikmuseum und wir hoffen, es dieses Jahr eröffnen zu können. Goethes Verhältnis zur Romantik, die er mit seinem Jugendwerk letztlich mit angestoßen hat, ist facettenreich. Wie man es beschreibt, hängt nicht zuletzt davon ab, was man unter Romantik verstehen will. Aus der Perspektive europäischer Literaturwissenschaftler, die die Epoche weiter definieren als das traditionell in der Germanistik üblich ist, gilt Goethe selbst als ein Romantiker, ja sogar als ihr wichtigster deutschsprachiger Vertreter. Das ändert nichts daran, dass er selbst sich häufig von dieser Bewegung auch deutlich abgesetzt hat. Zu erleben sind nun Michael Quast, Goethe-Enthusiast und romantische Seele in einer Person, mit Texten, die zeigen, dass Goethe doch auch ein Romantiker war, und Joachim Seng, der die Texte ausgewählt hat und kommentiert. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Liebes Publikum, Michael Quast und ich sitzen hier zum Programmauftakt des Freien Deutschen Hochstifts im Großen Hirschgraben, so wie es mittlerweile ja schon eine schöne Tradition geworden ist. Alles wie immer? Nein, denn das Wichtigste fehlt hier, nämlich Sie, verehrtes Publikum. Kein gefüllter Arkadensaal, kein Augenkontakt von der Bühne. Da möchte ich gleich Goethe zitieren. Was wäre ich ohne dich, Freund Publikum? All mein Empfinden Selbstgespräch, all meine Freude stumm. Als Goethe dies sagte, wusste er natürlich nichts von einem Podcast und wahrscheinlich hätte ihn diese technische Möglichkeit sehr fasziniert. Sie ermöglicht es Ihnen, auch von zu Hause aus uns zuzuhören. Dass in diesem Jahr große Ereignisse ihren Schatten vorauswerfen, haben Sie ja eben gehört. So erklärt sich auch die Themenwahl. Wir haben Gedichte Goethes, Prosa, Szenen aus Stücken und Briefe zusammengetragen, die Goethes Verhältnis zur Romantik und zu den romantischen Dichterinnen und Dichtern erläutern helfen. Auch einige Aufzeichnungen Dritter sind zu hören aus den Gesprächen mit Goethe. Und natürlich werden gelegentlich auch die Romantiker zu Wort kommen. So wird sich zeigen, dass Klassik und Romantik zwei Strömungen innerhalb einer Epoche sind, die in Literatur und Kunst wesentlich enger zusammenhängen, als man denkt. Sind Goethe und die Romantiker wirklich Antipoden, wie viele denken? Immerhin hat Goethe die meisten der jungen Dichter persönlich kennengelernt. Mit vielen korrespondierte er über viele Jahre. Natürlich gab es Kontroversen auf dem Gebiet der Literatur und der Politik. Jede Form von dumpfem Nationalismus, wie es nach dem Sieg über Napoleon in den deutschen Ländern kursierte, war dem Weltbürger Goethe fremd. Sie werden hören, dass er manches an den jungen, wilden Dichtern auszusetzen hatte, aber als Direktor des Weimarer Hoftheaters lässt er auch Stücke romantischer Dichter aufführen, etwa Schlegels Drama Ion, das er vehement gegen Kritiker verteidigt. Oder Heinrich von Kleist sehr zerbrochene Krug, das er einen geistreichen und humoristischen Stoff nennt, dem es allerdings an einer rasch durchgeführten Handlung fehlt. Beide Stücke fielen beim Publikum und der Kritik durch. Die Calderon- und shakespeare übersetzung Schlegels und Tiegs schätzte Goethe und zeigte im Weimarer Theater den Hamlet in der neuen schlegel Übersetzung. Goethes Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre begeisterte die junge Dichtergeneration und wurde zum Vorbild für eine Poesie der Zukunft. Mignon wird zur Allegorie der romantischen Naturpoesie. In seinem Roman Die Wahlverwandtschaften reagiert Goethe auf neue Erkenntnisse im Bereich der Naturwissenschaften und überträgt sie innovativ auf moderne Formen des menschlichen Zusammenlebens. Die wichtigen Arbeiten des Naturwissenschaftlers Goethe, etwa zur Farbenlehre, Optik, Botanik oder Zoologie, belegen, dass er die wissenschaftliche Entwicklung der romantischen Epoche aufmerksam und interessiert verfolgte und dabei durchaus auf der Höhe der Zeit war. Während die Generation der deutschen Romantiker in Bezug auf Goethe zwischen Bewunderung und Ablehnung schwanken, reagiert Goethe im hohen Alter höchst produktiv auf die vielfältige Rezeption seines eigenen Werkes durch die Vertreter der europäischen Romantik. Seine Werke werden in fremde Sprachen übersetzt und im Ausland bewundernd zur Kenntnis genommen. So entwickelt Goethe im Dialog mit den europäischen Romantikern seine Idee der Weltliteratur und reagiert damit auch auf die Entwicklungen der neuen Zeit und den Beginn unserer Moderne mit neuen Kommunikationsformen und beschleunigten Reise- und Handelswegen. Um all dies geht es nun, und ich werde kurz in die ausgewählten Texte einführen und Michael Quast. Theaterdirektor wie Goethe wird Sie gleich glauben machen, Sie säßen in unserem Arkadensaal im großen Hirschgraben. Gleich zu Beginn stellen wir die Frage, ist der junge Goethe, also der Frankfurter Dichter, ein Wegbereiter der romantischen Epoche gewesen? Die Engländer, die Franzosen sehen in Goethe wie selbstverständlich einen romantischen Dichter. In Deutschland gilt er als Weimarer Klassiker. Aber wir hier in Frankfurt am Main dürfen schon darauf hinweisen, dass man unter seinen Werken aus der Jugendzeit manche Dichtung findet, die den Romantikern später lieb und teuer war. Etwa Goethes Die Gotik feiernder Essay von deutscher Baukunst, sein literarischer Welterfolg, Die Leiden des jungen Werthers, die Dramen Götz von Berlichingen und den Urfaust und natürlich die frühen Gedichte darunter volkslieder wie das heidenröslein, das goethe als junger student für johann gottfried herder im Elsass sammelte. in der volksliedtradition stehen auch gedichte wie der königin thule, später auch die minionlieder aus dem wilhelm meister, und balladenhafte dichtungen wie der erlkönig oder der zauberlehrling. aber hören und entscheiden sie selbst, ob ihnen die folgenden gedichte nicht romantisch vorkommen. Der König in Thule. Es war ein König in Thule, gar treu bis an das Grab, dem sterbend seine Buhle einen goldenen Becher gab. Es ging ihm nichts darüber, er lehrt ihn jeden Schmaus, die Augen gingen ihm über, so oft er trank daraus. Und als er kam zu sterben, zählt er seine Städt im reich gönnt alles seinem erben den becher nicht zugleich er saß beim königsmahle die ritter um ihn her auf hohem vätersaale dort auf dem schloß am meer dort stand der alte zecher trank letzte lebensglut und warf den heilgen becher hinunter in die flut er sah ihn stürzen trinken und sinken tief ins meer die augen täten ihm sinken trank nie einen tropfen mehr der zauberlehrling hat der alte hexenmeister sich doch einmal wegbegeben und nun sollen seine geister auch nach meinem willen leben seine wort und werke merkt ich und den brauch und mit geistesstärke tu ich wunder auch walle walle manche strecke das zum zwecke wasser fließe und mit reichem vollem schwalle zu dem bade sich ergieße und nun komm du alter besen Nimm die schlechten Lumpenhüllen, bist schon lange Knecht gewesen, nun erfülle meinen Willen. Auf zwei Beinen stehe, oben sei ein Kopf, eile nun und gehe mit dem Wassertopf. Walle, walle manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe, und mit reichem vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Seht, er läuft zum Ufer nieder, wahrlich ist schon an dem Flusse und mit Blitzesschnelle wieder ist er hier mit raschem Gusse. Schon zum zweiten Male, wie das Becken schwillt, wie sich jede Schale voll mit Wasser füllt. Stehe, stehe, denn wir haben deiner Gaben voll gemessen. Ach, ich merk es, wehe, wehe, hab ich doch das Wort vergessen. Ach, das Wort, worauf am Ende er das wird, was er gewesen. Ach, er läuft und bringt Behände. Wärst du doch der alte Besen! Immer neue Güsse bringt er schnell herein. Ach, und hundert Flüsse stürzen auf mich ein. Nein, nicht länger kann ich's lassen. Will ihn fassen. Das ist Tücke. Ach, nun wird mir immer bänger. Welche Miene, welche Blicke! O oh, du Ausgeburt der Hölle! Soll das ganze Haus ersaufen? Seh ich über jede Schwelle doch schon Wasserströme laufen Ein verruchter Besen, der nicht hören will Stock der du gewesen, steh doch wieder still Willst's am Ende gar nicht lassen? Will dich fassen, will dich halten Und das alte Holz behende mit dem scharfen Beile spalten Seht, da kommt er schleppend wieder Wie ich mich nur auf dich werfe, Gleich, o oh Kobold, liegst du nieder, Krachend trifft die glatte Schärfe Wahrlich, brav getroffen! Seht, er ist entzwei, und nun kann ich hoffen, und ich atme frei. Wehe, wehe, beide Teile stehen in Eile, schon als Knechte völlig fertig in die Höhe! Helft mir, ach, ihr hohen Mächte! Und sie laufen, nass und nässer wird's im Saal und auf den Stufen, welch entsetzliches Gewässer! Herr und Meister, hör mich rufen! Ach, da kommt der Meister, Herr, die Not ist groß, die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los. In die Ecke, Besen, Besen, seids gewesen. Denn als Geister ruft euch nur zu seinem Zwecke erst hervor, der alte Meister. Mit August Wilhelm Schlegel stand Goethe am längsten und intensivsten in persönlichem Kontakt. Er verkörperte für ihn in der Rückschau den Prototyp der Jenaer Frühromantik. Das Verhältnis der beiden erlebte manche Schwankungen und war am Ende stark abgekühlt. An August Wilhelm Schlegel, 13. Mai 1802. Das Lustspiel, welches Sie mir vor einiger Zeit gesendet, hätte ich gerne auf das Theater gebracht, um die Wirkung davon zu erfahren. Allein ich konnte die zwei Frauenzimmer, welche in Mannskleidern erscheinen müssen, nicht so austeilen, dass ich gegründete Hoffnung des Gelingens hätte fassen können. Will der Verfasser es auf anderen Theatern versuchen, so wüsste ich nichts dagegen zu erinnern. Denn es steht überhaupt mit den Konkurrenzstücken wunderlich. Es sind drei Zehen angekommen, davon keines aufzuführen war, ob man gleich einigen manches Verdienst zusprechen musste. Uns haben diese Erscheinungen Vergnügen und Belehrung gegeben, wollte man aber öffentlich darüber sprechen, so wäre mehr Zeitaufwand nötig, als das Resultat wert sein könnte. Vielleicht spreche ich einmal im Vorbeigehen bei anderer Gelegenheit davon. Als Karl August Böttiger die von Goethe initiierte Weimarer Aufführung von August Wilhelm Schlegels Ion kritisiert und August von Kotzebue die antiromantische Satire Der hyperboreische Esel veröffentlicht, stellt sich Goethe 1802 auf die Seite der Romantiker. Er nutzt für seine Verteidigung der Brüder Schlegel sogar die romantische Form des Sonetts. B und K. Ihr möchtet gern den brüderlichen Schlegeln Mit Beil und Axt den Reisekahn zerstücken. Allein sie lassen euch schon weit im Rücken Und ziehen fort mit Rudern und mit Segeln. Zwar wär es billig, diesen frechen Vögeln auch tüchtig was am bunten Zeug zu flicken, Doch euch, ihr Musenlosen, wird's nicht glücken. Drumflegel bleibt zu Haus mit euren Flegeln. Dramatisch tanzt ein Esel vor Apollen und reiche traulich seinem Freund die Pratschen, dem hässlich Zerrer besserer Naturen. Der liefert Hexen, jener liefert Huren, und beide hören sich aus einer vollen Paterkloak bejubeln und beklatschen. Schämt euch, ihr Bessern, auch mit einzupatschen. Die Mühe, uns zu vernichten, ist verloren. Wir kommen. Neugebärend. Neugeboren. Friedrich Schlegel zählt Goethes zweiten Roman Willmeisters Lehrjahre in den Atheneumsfragmenten zu den drei größten Tendenzen des Zeitalters. Das Buch mit seinen eingefügten Gedichten und Liedern wurde für die jungen Dichter zu dem Referenzroman der Romantik. Goethes Figuren Mignon und der Hafner galten als die heilige Familie der Naturpoesie. Aus Wilhelm Meisters Lehrjahre, zweites Buch, dreizehntes Kapitel. In der verdrießlichen Unruhe, in der er sich befand, fiel ihm ein, den Alten aufzusuchen, durch dessen Harfe er die bösen Geister zu verscheuchen hoffte. Man wies ihn, als er nach dem Manne fragte, an ein schlechtes Wirtshaus in einem entfernten Winkel des Städtchens, und in demselben die Treppe hinauf bis auf den Boden, wo ihm der süße Harfenklang aus einer Kammer entgegenschallte. Es waren herzrührende, klagende Töne, von einem traurigen, ängstlichen Gesange begleitet. Wilhelm schlich an die Türe, und da der gute Alte eine Art von Phantasie vortrug und wenige Strophen, teils singend, teils rezitierend, immer wiederholte, konnte der Horcher nach einer kurzen Aufmerksamkeit ungefähr Folgendes verstehen Wer nie sein Brot mit Tränen aß, Wer nie die kummervollen Nächte Auf seinem Bette weinend saß, Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte. Ihr führt ins Leben uns hinein, Ihr lasst den Armen schuldig werden, dann überlasst ihr ihn der Pein, denn alle Schuld rächt sich auf Erden. Die wehmütige, herzliche Klage drang tief in die Seele des Hörers. Es schien ihm, als ob der Alte manchmal von Tränen gehindert würde, fortzufahren. Dann klangen die Saiten allein, bis sich wieder die Stimme leise in gebrochenen Lauten darein mischte. Wilhelm stand an dem Pfosten, seine Seele war tief gerührt. Die Trauer des Unbekannten schloss sein beklommenes Herz auf. Er widerstand nicht dem Mitgefühl und konnte und wollte die Tränen nicht zurückhalten, die des Alten herzliche Klage endlich auch aus seinen Augen hervorlockte. Alle Schmerzen, die seine Seele drückten, lösten sich zu gleicher Zeit auf. Er überließ sich ihnen ganz stieß die Kammertüre auf und stand vor dem Alten, der ein schlechtes Bette, den einzigen Hausrat dieser armseligen Wohnung, zu seinem Sitze zu nehmen genötigt gewesen. Was hast du mir für Empfindungen rege gemacht, guter Alter, rief er aus. Alles, was in meinem Herzen stockte, hast du losgelöst. Lass dich nicht stören, sondern fahre fort, indem du deine Leiden linderst, einen Freund glücklich zu machen. Der Alte wollte aufstehen und etwas reden, Wilhelm verhinderte ihn daran, denn er hatte zu Mittage bemerkt, dass der Mann ungern sprach. Er setzte sich vielmehr zu ihm auf den Strohsack nieder. Der Alte trocknete seine Tränen und fragte mit einem freundlichen Lächeln Wie kommen Sie hierher? Ich wollte Ihnen diesen Abend wieder aufwarten. Wir sind hier ruhiger, versetzte Wilhelm. Singe mir, was du willst, was zu deiner Lage passt, und tue nur, als ob ich gar nicht hier wäre. Es scheint mir, als ob du heute nicht irren könntest. Ich finde dich sehr glücklich, dass du dich in der Einsamkeit so angenehm beschäftigen und unterhalten kannst, und, da du überall ein Fremdling bist, in deinem Herzen die angenehmste Bekanntschaft findest. Der Alte blickte auf seine Seiten, und nachdem er sanft präludiert hatte, stimmte er an und sang Wer sich der Einsamkeit ergibt, Ach, der ist bald allein. Ein jeder lebt, ein jeder liebt, Und lässt ihn seiner Pein. Ja, lasst mich meiner Qual, Und kann ich nur einmal recht einsam sein, dann bin ich nicht allein. Es schleicht ein Liebender lauschend sacht, Ob seine Freundin allein? So überschleicht bei Tag und Nacht Mich einsamen die Pein, Mich einsamen die Qual. Ach, werd ich erst einmal Einsam im Grabe sein, Da lässt sie mich allein. Wir würden zu weitläufig werden und doch die Anmut der seltsamen Unterredung nicht ausdrücken können, die unser Freund mit dem abenteuerlichen Fremden hielt. Auf alles, was der Jüngling zu ihm sagte, antwortete der Alte mit der reinsten Übereinstimmung durch Anklänge, die alle verwandten Empfindungen rege machten und der Einbildungskraft ein weites Feld eröffneten. Wer einer Versammlung frommer Menschen die sich abgesondert von der Kirche reiner, herzlicher und geistreicher zu erbauen glauben, beigewohnt hat, wird sich auch einen Begriff von der gegenwärtigen Szene machen können. Er wird sich erinnern, wie der Liturg seinen Worten den Vers eines Gesanges anzupassen weiß, der die Seele dahin erhebt, wohin der Redner wünscht, dass sie ihren Flug nehmen möge, wie bald darauf ein anderer aus der Gemeinde in einer anderen Melodie den Vers eines anderen Liedes hinzufügt und an diesen wieder ein dritter, einen dritten anknüpft, wodurch die verwandten Ideen der Lieder, aus denen sie entlehnt sind, zwar erregt werden, jede Stelle aber durch die neue Verbindung neu und individuell wird, als wenn sie in dem Augenblicke erfunden worden wäre wodurch denn aus einem bekannten Kreise von Ideen, aus bekannten Liedern und Sprüchen für diese besondere Gesellschaft, für diesen Augenblick ein eigenes Ganzes entsteht, durch dessen Genuss sie belebt, gestärkt und erquickt wird. So erbaute der Alte seinen Gast, indem er durch bekannte und unbekannte Lieder und Stellen nahe und ferne Gefühle Wachende und schlummernde, angenehme und schmerzliche Empfindungen in eine Zirkulation brachte, von der in dem gegenwärtigen Zustande unseres Freundes das Beste zu hoffen war. Goethes Wille Meister hatte aber nicht nur euphorische Befürworter unter den jungen Romantikern. Anders als die Schlegels nannte der junge Friedrich von Hardenberg, genannt Novalis, Goethes Roman ein. Fatales und albernes Buch. Novalis, kritische Fragmente zu Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre. Gegen Wilhelm Meisters Lehrjahre. Es ist im Grunde ein fatales und albernes Buch, so prätentiös und preziös, undichterisch im höchsten Grade, was den Geist betrifft. So poetisch auch die Darstellung ist. Es ist eine Satire auf die Poesie, Religion etc. Aus Stroh und Hobelspänen ein wohlschmeckendes Gericht, ein Götterbild zusammengesetzt. Hinten wird alles Farce. Die ökonomische Natur ist die wahre, übrigbleibende. Goethe hat auf alle Fälle einen widerstrebenden Stoff behandelt. Poetische Maschinerie. Die Bekenntnisse sind eine Beruhigung des Lesers nach dem Feuer, Wahnsinn und wilden Erscheinungen der ersten Hälfte des dritten Teils. Das viele Intrigieren und Schwatzen und Repräsentieren am Schluss des vierten Buches verrät das vornehme Schloss und das Weiberregiment und erregt eine ärgerliche Peinlichkeit. Die Freude, dass es nun aus ist, empfindet man am Schlusse im vollen Maße. Das Ganze ist ein nobilitierter Roman. Wilhelm Meisters Lehrjahre oder die Wallfahrt nach dem Adelsdiplom. Wilhelm Meister ist eigentlich ein Kondit gegen die Poesie gerichtet. Die Poesie ist der Arlequin in der ganzen Farce. Im Grunde kommt der Adel dadurch schlecht weg, dass er ihn zur Poesie rechnet und die Poesie, dass er sie vom Adel repräsentieren lässt. Er macht die Musen zu Komödiantinnen, anstatt die Komödiantinnen zu Musen zu machen. Er ist ordentlich tragisch, dass er den Shakespeare in diese Gesellschaft bringt. Aventuriers, Komödianten, Mätressen, Krämer und Philister sind die Bestandteile des Romans. Wer ihn recht zu Herzen nimmt, liest keinen Roman mehr. 1790 veröffentlichte Goethe das Faustfragment und erregte damit bei den romantischen Dichtern große Aufmerksamkeit. 1808 erschien dann das vollständige Drama. Wie sehr Goethes Faust die Romantiker beeindruckte, zeigen Werke von Achim von Arnim, Dichterleben, Adalbert von Camisso, Faust ein Versuch, Eichendorffs Ahnung und Gegenwart, Heine, der Doktor Faust ein Tanzpoem und Tieck, Faustisches Festspiel, die alle von einer intensiven Faustrezeption zeugen. Auch unter den bildenden Künstlern der Romantik erfreute sich Goethes Faust großer Beliebtheit, wie Illustrationen von Peter Cornelius, Moritz Retzsch und Johann Heinrich Ramberg belegen. Und vor allem auch die romantischen Musiker fühlten sich von der Faustdichtung inspiriert, wie Kompositionen von Beethoven, Franz Schubert, Felix Mendelssohn Bartholdi und Robert Schumann zeigen. Faust ein Fragment. Es klopft. Faust? O oh, Tod, ich kenn's, das ist mein Famulus. Es wird mein schönstes Glück zunichte daß diese fülle der gesichte der trockne schleicher stören muß wagner im schlafrocke unter nachtmütze eine lampe in der hand faust wendet sich unwillig wagner verzeiht ich hör euch deklamieren ihr lasst gewiß ein griechisch trauerspiel in dieser kunst möcht ich was profitieren denn heutzutage wirkt das viel ich habe es öfters rühmen hören. Ein Komödiant könnt einen Pfarrer lehren. Faust, ja, wenn der Pfarrer ein Komödiant ist, wie das denn wohl zu Zeiten kommen mag. Wagner, ach, wenn man so in sein Museum gebannt ist und sieht die Welt kaum einen Feiertag, kaum durch ein Fernglas nur von Weitem, wie soll man sie durch Überredung leiten? Faust. Wenn ihr es nicht fühlt, ihr werdet es nicht erjagen. Wenn es nicht aus der Seele dringt und mit urkräftigem Behagen die Herzen aller Hörer zwingt, sitzt ihr nur immer leim zusammen, braut ein Ragout von anderer Schmaus und blast die kümmerlichen Flammen aus eurem Aschenhäufchen aus. Bewunderung von Kindern und Affen, wenn euch danach der Gaumen steht, doch werdet ihr nie. Herz zu Herzen schaffen, wenn es euch nicht von Herzen geht. Wagner Allein der Vortrag macht des Redners Glück, ich fühl es wohl, noch bin ich weit zurück. Faust Such er den redlichen Gewinn, Sei er kein schellenlauter Tor. Es trägt Verstand und rechter Sinn mit wenig Kunst sich selber vor. Und wenn's euch ernst ist, was zu sagen, ist's nötig, Worten nachzujagen. Ja, eure Reden, die so blinkend sind, in denen ihr der Menschheit Schnitzel kräuselt, sind unerquicklich wie der Nebelwind, der herbstlich durch die dürren Blätter säuselt. Wagner, ach Gott, die Kunst ist lang und kurz ist unser Leben, mir wird bei meinem kritischen bestreben doch oft um kopf und busen bang wie schwer sind nicht die mittel zu erwerben durch die man zu den quellen steigt und eh man nur den halben weg erreicht muß wohl ein armer teufel sterben faust das pergament ist das der heilge bronnen woraus ein trunk den durst auf ewig stillt erquickung Hast du nicht gewonnen, wenn sie dir nicht aus eigener Seele quillt? Wagner, verzeiht, es ist ein groß Ergetzen, sich in den Geist der Zeiten zu versetzen, zu schauen, wie vor uns ein weiser Mann gedacht, und wie wir's dann zuletzt so herrlich weit gebracht. Faust, oh ja, bis an die Sterne weit. Mein Freund. Die Zeiten der Vergangenheit sind uns ein Buch mit sieben Siegeln. Was ihr, den Geist der Zeiten, heißt, das ist im Grund der Herren eigener Geist, in dem die Zeiten sich bespiegeln. Da ist's dann wahrlich oft ein Jammer. Man läuft euch bei dem ersten Blick davon, ein Kehricht, Fass und eine Rumpelkammer und höchstens eine Haupt- und Staatsaktion mit trefflichen, pragmatischen Maximen, wie sie den Puppen wohl im Munde ziemen. Wagner... Allein die Welt des Menschen Herz und Geist Möcht jeglicher doch was davon erkennen. Faust, <laughs> was man so erkennen heißt. Wer darf das Kind beim rechten Namen nennen? Die wenigen, die was davon erkannt, die töricht genug ihr volles Herz nicht warten, Dem Pöbel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten, hat man von je gekreuzigt und verbrannt. Ich bitte euch, Freund, es ist tief in der Nacht, wir müssen's diesmal unterbrechen. Wagner Ich hätte gern bis morgen früh gewacht, Um so gelehrt mit euch mich zu besprechen. Ab. Faust Wie nur dem Kopf nicht alle Hoffnung schwindet, Der immerfort an schalem Zeuge klebt, mit gieriger Hand nach Schätzen gräbt und froh ist, wenn er Regenwürmer findet. Achim von Arnim und Clemens Brentano brachten Ende 1805 einen ersten Band mit alten deutschen Liedern heraus. Die Sammlung des Knaben Wunderhorn ist bis zum heutigen Tag populär geblieben und viele Lieder daraus sind vertont und in Liederbüchern für die Schule oder den Gesangsverein noch erhalten. Arnim und Brentano hatten die Texte in Archiven gefunden und gesammelt, aber auch bearbeitet. Mit den historischen Texten sind sie jedenfalls recht frei umgegangen. Goethe störte das nicht, wie seine Rezension beweist. Von Rechts wegen sollte dieses Büchlein in jedem Hause, wo frische Menschen wohnen, am Fenster und am Spiegel oder wo sonst Gesang und Kochbücher zu liegen pflegen, zu finden sein um aufgeschlagen zu werden in jedem Augenblick der Stimmung oder Unstimmung, wo man denn immer etwas Gleichtönendes oder Anregendes fände, wenn man auch allenfalls das Blatt ein paar Mal umschlagen müsste. Am besten aber lege doch dieser Band auf dem Klavier des Liebhabers oder Meisters der Tonkunst, um den darin enthaltenen Liedern entweder mit bekannten hergebrachten Melodien ganz ihr Recht widerfahren zu lassen, oder ihnen schickliche Weisen anzuschmiegen oder, wenn Gott wollte, neue bedeutende Melodien durch sie hervorzulocken. Würden dann diese Lieder nach und nach in ihrem eigenen Ton und Klangelemente von Ohr zu Ohr, von Mund zu Mund getragen, kehrten sie allmählich belebt und verherrlicht zum Volke zurück, von dem sie zum Teil gewissermaßen ausgegangen. So könnte man sagen, das Büchlein habe seine Bestimmung erfüllt und könne nun wieder als geschrieben und gedruckt verloren gehen, weil es in Leben und Bildung der Nation übergegangen. Diese Art Gedichte, die wir seit Jahren Volkslieder zu nennen pflegen, ob sie gleich eigentlich weder vom Volk noch fürs Volk gedichtet sind, sondern weil sie so etwas Stämmiges, Tüchtiges in sich haben, und begreifen, dass der Kern und stammhafte Teil der Nationen dergleichen Dinge fast, behält, sich zueignet und mitunter fortpflanzt, der gleichen Gedichte sind so wahre Poesie, als sie irgend nur sein kann. Sie haben einen unglaublichen Reiz, selbst für uns, die wir auf einer höheren Stufe der Bildung stehen, wie der Anblick und die Erinnerung der Jugend fürs Alter hat. Hier ist die Kunst mit der Natur im Konflikt. Und eben dieses Werden, dieses Wechselseitige Wirken, dieses Streben scheint ein Ziel zu suchen, und es hat sein Ziel schon erreicht. Das wahre dichterische Genie, wo es auftritt, ist in sich vollendet und wirkt selbst im dunklen und trüben Elemente oft herrlicher, als es später im klaren vermag. Die Herausgeber sind im Sinne des Erfordernisses so sehr, als man es in späteren Zeiten sein kann, und das hie und da seltsam restaurierte, aus fremdartigen Teilen verbundene, ja das untergeschobene, ist mit Dank anzunehmen. Wer weiß nicht, was ein Lied auszustehen hat, wenn es durch den Mund des Volkes und nicht etwa nur des Ungebildeten eine Weile durchgeht. Warum soll der, der es in letzter Instanz aufzeichnet, mit anderen zusammenstellt, nicht auch ein gewisses Recht daran haben? Besitzen wir doch aus früherer Zeit kein poetisches und kein heiliges Buch, als insofern es dem Auf- und Abschreiber solches zu überliefern gelang oder beliebte? Wenn wir in diesem Sinne die vor uns liegende gedruckte Sammlung dankbar und lässlich behandeln, so legen wir den Herausgebern desto ernstlicher ans Herz, ihr poetisches Archiv rein, streng und ordentlich zu halten. Es ist nicht nütze, dass alles gedruckt werde, aber Sie werden sich ein Verdienst um die Nation erwerben, wenn Sie mitwirken, dass wir eine Geschichte unserer Poesie und poetischen Kultur, worauf es denn doch nun mehr nach und nach hinausgehen muss, gründlich aufrichtig und geistreich erhalten. Der Musiker und Komponist Karl Friedrich Zelter gehört zu den engsten Altersfreunden Goethes. Der umfangreiche Briefwechsel der beiden zeugt von einem vertraulichen Verhältnis. Goethe schreibt hier rückhaltlos offen über seine Werke, Projekte und Personen, auch über die romantischen Dichter und seine Begegnung mit Kaiser Napoleon. An Karl Friedrich Zelter, 30. Oktober 1808. Nehmen Sie besten Dank, lieber Freund, für das, was Sie an dem jungen Eberwein tun wollen und können. Die Kunstwelt liegt freilich zu sehr im Argen, als dass ein junger Mensch so leicht gewahr werden sollte, worauf es ankommt. Sie suchen es immer woanders als da, wo es entspringt. Und wenn sie die Quelle ja einmal erblicken, so können sie den Weg dazu nicht finden. Deswegen bringen mich auch ein halb Dutzend jüngere poetische Talente zur Verzweiflung, die bei außerordentlicher Naturanlage schwerlich viel machen werden, was mich erfreuen kann. Werner, Öhlenschläger, Arnim, Brentano und andere arbeiten und treiben es immer fort. Aber alles geht durchaus ins Form und Charakterlose. Kein Mensch will begreifen, dass die höchste und einzige Operation der Natur und Kunst die Gestaltung sei, und in der Gestalt die Spezifikation, damit jedes ein Besonderes, Bedeutendes werde, sei und bleibe. Es ist keine Kunst, sein Talent nach individueller Bequemlichkeit humoristisch walten zu lassen. Etwas muss immer daraus entstehen, wie aus dem verschütteten Samen Vulkans ein wundersamer Schlangenbube entsprang. Sehr schlimm ist es dabei, dass das Humoristische, weil es keinen Halt und kein Gesetz in sich selbst hat, doch zuletzt früher oder später in Trübsinn und üble Laune ausartet, wie wir davon die schrecklichsten Beispiele an Jean-Paul, siehe dessen letzte Produktion im Damenkalender, und an Görres, siehe dessen Schriftproben, erleben müssen. Übrigens gibt es noch immer Menschen genug, die dergleichen Dinge anstaunen und verehren, weil das Publikum es jedem Dank weiß, der ihm den Kopf verrücken will. Der Kaiser von Frankreich hat sich sehr geneigt gegen mich erwiesen. Beide Kaiser haben mich mit Sternen und Bändern beehrt, welches wir denn in aller Bescheidenheit dankbar anerkennen wollen. Philipp Otto Runge gehört zu den wenigen romantischen Malern, die Goethe schätzte. Allerdings vor allem wohl auch, weil ihm Runge als gleichgesinnter mit Bezug auf seine Farbenlehre erschien. Seine eigenen Arbeiten als Naturwissenschaftler, etwa zur Farbenlehre, Optik und Botanik, schätzte Goethe als bedeutend ein. Sie waren ihm wichtige Bestandteile seines Werkes. Die wissenschaftliche Entwicklung der romantischen Epoche verfolgte er aufmerksam. An Philipp Otto Runge, 22. August 1806. Auf Ihren gefälligen Brief vom 3. Juli erwidere ich sogleich nach meiner Rückkehr aus Karlsbad, dass er mir ein ganz besonderes Vergnügen gemacht hat. Denn wie nur dadurch eine sichere Schifffahrt nach allen Weltgegenden möglich ist, wenn man sich über die Weltgegenden selbst und über die andeutenden Nadeln vereinigt hat, so ist es auch in der Kunst. Ein jeder nehme die Richtung, die ihm der Geist eingibt, aber er wisse wohin und mit was für Mitteln er seine Fahrt einrichtet. Nicht wenig Freude war mir es zu sehen, dass Ihre Absichten der Farben völlig mit den meinigen übereintreffen. Mehrere Stellen Ihres Aufsatzes werden Sie beinahe wörtlich in meiner Abhandlung finden, zu anderen den Kommentar und von mehreren wünschte ich, mit ihrer Erlaubnis Gebrauch zu machen, weil ich dasjenige, wovon ich mit ihnen überzeugt bin, nicht besser auszudrücken wüsste. Ich werde mit mehr Lust und Mut die Redaktion meiner Arbeit fortsetzen, weil ich in ihnen nunmehr einen Künstler kenne, der auf seinem eigenen Wege in die Tiefe dieser herrlichen Erscheinung eingedrungen ist. Mehr sage ich heute nicht, damit der Brief nicht verweile, und wünsche Ihnen die Fortsetzung Ihres genossenen Wohlbefindens sowie des Glücks in Ihren Arbeiten. Lassen Sie von Zeit zu Zeit etwas von sich hören, bis die Herausgabe meines Werkes uns zu weiteren wechselseitigen Äußerungen aufruft. Mit Wilhelm von Humboldt verband Goethe eine enge und fruchtbare Freundschaft. Spätestens seit Humboldts Aufenthalt in Jena im Sommer 1794 waren sich die beiden freundschaftlich zugetan. Beide verbanden vielseitige Interessen und ein gemeinsames Humanitäts- und Bildungsideal, wovon auch die Offenheit des folgenden Briefs zeugt, in dem Goethe über die Sprache der Romantiker spricht. Er erwähnt darin auch den Freitod von Caroline von Günderode in Winkel am Rhein. An Wilhelm von Humboldt, 22. August 1806. Auch ist mir in diesen Tagen ein Buch zugekommen, von dem ich etwas sagen muss, ob ich es gleich nur durchlaufen, nicht durchlesen habe. Es heißt "Grundzüge der philosophischen Naturwissenschaft" von Steffens zum Behuf seiner Vorlesungen. Sie kennen diesen trefflichen Kopf von früherer Zeit. Und auch dieses Büchlein ist höchst dankenswert. Nur gestehe ich gern, dass ich es nicht ohne Kopfschütteln lesen konnte. Er geht auf dem Wege der Naturphilosophie und das ist auch nach meiner Meinung schön und gut. Aber ich weiß nicht, gerade die höchsten Ideen, wenn sie sich unmittelbar verkörpern, machen eine Art von fratzenhafter Erscheinung erfreulich ist es auf jenes wünschenswerte ziel hingewiesen zu werden das aller zwiespalt aufgehoben das getrennte nicht mehr als getrennt betrachtet sondern alles aus einem entsprungen und in einem begriffen gefasst werden solle wenn es nun aber ans werk geht und diese forderung soll erfüllt werden so kommen mir die Herren vor wie die Christen, die, um uns ein Leben nach dem Tode zu versichern, das Leben vor dem Tode zum Tode machen. Ich bin recht wohl überzeugt, dass durch Tat, Kunst, Liebe die größten Widersprüche gehoben werden. Wie es aber der Wissenschaft gelingen wird, lasse ich dahingestellt sein. Indessen versichern uns die Herren mit glatten und eindringlichen Worten, dass der Friede Gottes wirklich bei ihnen eingekehrt, dass vor ihnen weder Tag noch Nacht sei, dass sie absolutes und bedingtes, Notwendigkeit und Freiheit, vergangenes, gegenwärtiges und künftiges, unendliches, endliches und ewiges so vereint in sich tragen, dass auch nicht der mindeste Missklang weiter für sie vernehmlich sei. Weshalb wir sie denn zuletzt wohl selig, wo nicht heilig preisen können? Von allen diesen Dingen werden die Literaturzeitungen wahrscheinlich das Weitere überliefern. Doch muß ich noch eines traurigen Falles gedenken, wie nämlich die idealen Ansichten wahrscheinlich in Gesellschaft irdischer Leidenschaften ein gar hübsches Gefäß zerstört haben. Die unter dem Namen Tian Ihnen gewiss bekannte Fräulein von Günther Rode, die uns noch vor kurzem ein paar merkwürdige kleine Gedichte in dramatischer Form gegeben, hat ihre eigene Form zerbrochen. Eine Tat, die, wie Sie denken können, viel zu reden gibt. Übrigens verschlingt das Schicksal des deutschen Vaterlandes alle Aufmerksamkeit des Publikums. Müller, Gens, Arndt und andere rufen den alten Patriotismus in sehr gelesenen Schriften vergebens an. Ifland führt die Gestalt Dr. Luthers auf dem Theater hervor – und man hat bemerkt, dass zu eben der Zeit, als Kaiser und Kurfürsten in größter Pracht sich in Berlin über die Szene bewegten, sei das heilige römische Reich soeben verschieden. Ludwig Tieck war zeitlebens ein großer Goetheverehrer. Auch Goethe schätzte Tieck als Dichter und Autor. Den Roman Franz Sternballs Wanderungen, vor allem die der Malerei gewidmeten Teile, schätzte er nicht und tadelte später das klosterprodisierende, sternbaldisierende Unwesen, welches für ihn die Grundlage für die von den Nazarenern verwirklichte Kunstauffassung bildete. An Ludwig Tieck, 2. Januar 1824 In dem nächsten Hefte von Kunst und Altertum finden Sie ein heiteres, wohlgemeintes, obgleich flüchtiges Wort über Ihre Verlobten. Merkwürdig ist es immer, dass von den zerstückelten Gliedern unseres anarchischen Literatur und Kunstwesens gar manche sich zu der frömmelnden Fahne sammeln, welche freilich die Schwachen am Geiste und an Talenten sektenartig in Schutz nimmt. Schade ist es dabei doch immer, dass so manche löbliche Fähigkeit und Fertigkeit auf diesem falschen Wege wohl erst gewisse Vorteile, später aber großen Nachteil empfindet, wie ich's aufs deutlichste in vielfachen Einzelheiten, die zu mir gelangt, ungern gewahr werde. Wenn denn aber, wie man sich nicht verbergen darf, gegen dieses nur seicht und immer seichter sich verbreitende Gewässer nicht zu wirken ist, so halte ich's doch für gut, ja für nötig, von Zeit zu Zeit ein öffentliches Zeugnis zu geben, dass man anders denkt wie es denn auch in Ihrer Novelle ganz am rechten Platz geschehen. Lassen Sie uns ja bei dieser Gelegenheit wohl betrachten, welchen großen Wert es hat, mehrere Jahre nebeneinander, wenn auch in verschiedenen Richtungen gegangen zu sein. Die Idee zu einer Fortsetzung der Faustdichtung stammt aus einer Zeit, als Schiller noch lebte und die romantischen Dichter ihre ersten Werke vorlegten. Veröffentlicht wurde Faust II erst nach Goethes Tod. Doch die Auseinandersetzung zwischen klassischem und romantischem findet sich nirgends deutlicher als hier, wo Goethe, was ihm romantisch erschien, als Stilmittel in Faust II anwendet, etwa in der klassischen Walpurgisnacht und dem Helena-Akt. In der klassischen Walpurgisnacht werden Faust und Mephisto durch einen Hexenzauber in die frühe Antike zurückversetzt, um Helena zu finden. In der folgenden Szene fühlt sich Mephisto, der mittelalterliche nordische Teufel, auf antikem Boden fehl am Platz. Während Faust nur nach Helena sucht, mustert Mephisto die ihm fremde Umgebung und Gestalten wie Greife, Sphinxe und Sirenen. Am oberen Peneios Mephistopheles umherspürend und wie ich diese Feuerchen durchschweife, so find ich mich doch ganz und gar entfremdet, fast alles nackt, nur hier und da behemdet, die Sphinxe schamlos, unverschämt die Greife, und was nicht alles lockig und beflügelt von vorn und hinten sich im Auge spiegelt. Zwar sind auch wir von Herzen unanständig, doch das Antike find ich zu lebendig das müßte man mit neuestem sinn bemeistern und mannigfaltig modisch überkleistern ein widrig volk doch darf mich's nicht verdrießen als neuer gast anständig sie zu grüßen glück zu den schönen frauen den klugen greisen greif schnarrend nicht greisen greifen Niemand hört es gern, dass man ihn Greis nennt. Jede Worte klingt der Ursprung nach, wo es sich herbedingt. Grau, grämlich, Griesgram, greulich, gräber, grimmig, etymologisch gleicherweise stimmig. Verstimmen uns. Mephistopheles. Und doch, nicht abzuschweifen, gefällt das Grei im Ehrentitel Greifen. Greif wie oben und immer sofort. Natürlich. Die Verwandtschaft ist erprobt. Zwar oft gescholten, mehr jedoch gelobt. Man greife nun nach Mädchen, Kronen, Gold. Dem Greifenden ist meist Fortuna hold. Ameisen von der kolossalen Art. Ihr sprecht von Gold. Wir hatten viel gesammelt. In Fels und Höhlen heimlich eingerammelt. Das Arimaspenvolk hat's ausgespürt, sie lachen dort, wie weit sie's weggeführt. Greife, wir wollen sie schon zum Geständnis bringen. Arimaspen, nur nicht zur freien Jubelnacht, bis morgen ist alles durchgebracht, es wird uns diesmal wohl gelingen. Mephistopheles hat sich zwischen die Sphinxe gesetzt. Wie leicht und gern ich mich hierher gewöhne, denn ich verstehe Mann für Mann, Sphinx Wir hauchen unsere Geistertöne, Und ihr verkörpert sie alsdann. Jetzt nenne dich, bis wir dich weiter kennen. MEPHISTOPHELES Mit vielen Namen glaubt man mich zu nennen. Sind Briten hier? Sie reisen sonst so viel, Schlachtfelder nachzuspüren, Wasserfällen, gestürzten Mauern, klassisch stumpfen Stellen. Das wäre hier für sie ein würdig Ziel. Sie zeugten auch. Im alten Bühnenspiel sah man mich dort als Old Iniquity. Sphinx wie kam man drauf? Mephistopheles ich weiß es selbst nicht wie. Sphinx mag sein. Hast du von Sternen einige Kunde? Was sagst du zu der gegenwärtigen Stunde? Mephistopheles aufschauend Stern schießt nach Stern beschnittener Mond scheint helle. Und mir ist wohl an dieser trauten Stelle, ich wärme mich an deinem Löwenfelle, hinauf sich zu versteigen, wär zum Schaden. Gib Rätsel auf, gib allenfalls Scharaden. Sphinx, sprich nur dich selbst aus, wird schon Rätsel sein. Versuch einmal, dich innigst aufzulösen. Dem frommen Manne nötig, wie dem Bösen, dem ein Plastron ascetisch zu rapieren, Kumpan dem andern tolles zu vollführen, und beides nur, um Zeus zu amüsieren. Erster Greif schnarrend, den mag ich nicht. Zweiter Greif stärker schnarrend, was will uns der? Beide, der garstige gehöret nicht hierher. Mephistopheles brutal, Du glaubst vielleicht, Des Gastes Nägelkrauen nicht auch so gut wie deine scharfen Klauen. Versuch's einmal! Sphinx milde, Du magst nur immer bleiben, Wird dich's doch selbst aus unserer Mitte treiben. In deinem Lande tust dir was zugute, Doch irr ich nicht, hier ist dir schlecht zumute. Mephistopheles Du bist recht appetitlich, oben anzuschauen, doch unten hin die Bestie macht mir Grauen. Sphinx, du Falscher kommst zu deiner bittern Buße, denn unsere Tatzen sind gesund. Dir mit verschrumpftem Pferdefuße behagt es nicht in unserem Bund. Sirenen präludieren oben. Mephistopheles, Wer sind die Vögel in den Ästen Des Pappelstromes hingewiegt? Sphinx? Gewahrt Euch nur. Die Allerbesten Hat solch ein Singsang schon besiegt. Sirenen? Ach, was wollt Ihr Euch verwöhnen In dem hässlich Wunderbaren. Horcht, wir kommen hier zu Scharen Und in wohlgestimmten Tönen So geziemet es Sirenen. Sphinxe sie verspottend in derselben Melodie Nötigt sie herabzusteigen, Sie verbergen in den Zweigen Ihre garstigen Habichtskrallen, Euch verderblich anzufallen, Wenn Ihr Euer Ohr verleiht. Sirenen? Weg das Hassen, weg das Neiden, Sammeln wir die klarsten Freuden Unterm Himmel ausgestreut, auf dem Wasser, auf der Erde, sei's die heiterste Gebärde, die man dem Willkommnen beut. Mephistopheles, das sind die sauberen Neuigkeiten. Wo aus der Kehle von den Seiten ein Ton sich um den andern flicht, das Trallern ist bei mir verloren. Es krabbelt wohl mir um die Ohren, allein zum Herzen dringt es nicht. Sphinxe, sprich nicht vom Herzen, das ist eitel. Ein lederner, verschrumpfter Beutel, das passt dir eher zu Gesicht. Faust herantretend. Wie wunderbar! Das Anschauen tut mir Gnüge. Im Widerwärtigen große, tüchtige Züge. Ich ahne schon ein günstiges Geschick. Wohin versetzt mich dieser ernste Blick? Auf Sphinxe bezüglich. Vor solchen hat einst Ödipus gestanden. Auf Sirenen bezüglich. Vor solchen krümmte sich Ulysses in hänfnen Banden. Auf Ameisen bezüglich, von solchen ward der höchste Schatz gespart. Auf Greife bezüglich, von diesen treu und ohne Fehl bewahrt. Vom frischen Geiste fühl ich mich durchdrungen. Gestalten groß, groß die Erinnerungen. Nephistopheles, sonst hättest du dergleichen weggeflucht. Doch jetzt so scheint es dir zu frommen. Denn wo man die Geliebte sucht, sind Ungeheuer selbst willkommen. Faust zu den Sphinxen. Ihr Frauenbilder müsst mir Rede stehen. Hat eins der euren Helena gesehen? Der schottische Schriftsteller und Übersetzer Thomas Carlyle gehört zu den bedeutendsten Vermittlern deutscher Literatur im englischsprachigen Raum. Er übersetzte zahlreiche Werke Goethes ins Englische und trug damit auch dazu bei, dass Goethe in anderen europäischen Ländern, vor allem in Großbritannien, als romantischer Dichter wahrgenommen wurde. Durch die Korrespondenz mit Carlyle beginnt Goethe damit, seine Idee der Weltliteratur zu formulieren. An Thomas Carlyle, 15. Juni, 8. August 1828. Erfreulicher war mir Ihre Behandlung der Helena. Sie haben auch hier sich nach eigner schöner Weise benommen, und da zu gleicher Zeit aus Paris und Moskau über dieses so lang gehegte und gepflegte Werk mir zwei Aufsätze zukamen, so sprach ich mich darüber lakonisch folgender Gestalt aus Der Schotte sucht das Werk zu durchdringen, der Franzose es zu verstehen, und der Russe sich es anzueignen. Unverabredet haben also diese drei die sämtlichen Kategorien der Teilnahme an einem ästhetischen Werke dargestellt. Wobei sich versteht, dass diese drei Arten nicht entschieden getrennt sein können, sondern immer eine jede die andere zu ihren Zwecken zu Hilfe rufen wird. Die Übersetzung des Wallensteins hat auf mich einen ganz eigenen Eindruck gemacht, da ich die ganze Zeit als Schiller daran arbeitete, ihm nicht von der Seite kam, zuletzt mit dem Stück völlig bekannt, solches vereint mit ihm auf das Theater brachte, allen Proben beiwohnte und dadurch mehr Qual und Pein erlebte als billig, die nachfolgenden Vorstellungen nicht versäumen durfte, um die schwierige Darstellung immer höher zu steigern, so lässt sich's denken, dass dieses herrliche Stück mir zuletzt trivial, ja widerlich werden musste auch habe ich es in zwanzig Jahren nicht gesehen und nicht gelesen. Nun aber, da ich es unerwartet in Shakespeares Sprache wieder gewahr werde, so tritt es auf einmal wie ein frisch gefirnistes Bild in allen seinen Teilen wieder vor mich, und ich ergötze mich daran wie vor Alters und noch dazu auf eine ganz eigene Weise. Sagen Sie das dem Übersetzer grüßend, nicht weniger auch, dass die Vorrede, die eben auch in dem rein teilnehmenden Sinne geschrieben ist, mir wohlgetan habe. Nennen Sie mir ihn auch, damit aus dem Chor der Philogermanen er als eine einzelne Person hervortrete. Hier aber tritt eine neue, vielleicht kaum empfundene, vielleicht nie ausgesprochene Bemerkung hervor, dass der Übersetzer nicht nur für seine Nation allein arbeitet, sondern auch für die, aus deren Sprache er das Werk herübergenommen. Denn der Fall kommt öfters vor, als man denkt, dass eine Nation Saft und Kraft aus einem Werke aussaugt und in ihr eigenes inneres Leben dergestalt aufnimmt, dass sie daran keine weitere Freude haben, sich daraus keine Nahrung weiter zueignen kann. Vorzüglich begegnet dies den Deutschen, die gar zu schnell alles, was ihnen geboten wird, verarbeiten und, indem sie es durch mancherlei Wiederholungen umgestalten, es gewissermaßen vernichten. Deshalb denn sehr heilsam ist, wenn ihnen das eigne durch eine wohlgeratene Übersetzung späterhin wieder als frisch belebt erscheint. Der dritten Lieferung meiner Werke lege auch das neueste Stück von Kunst und Altertum bei. Sie werden daraus ersehen, dass wir Deutsche gleichfalls im Fall sind, uns mit fremden Literaturen zu beschäftigen. Wie durch Schnellposten und Dampfschiffe rücken auch durch Tages-, Wochen- und Monatsschriften die Nationen mehr aneinander. Und ich werde, solange es mir vergönnt ist, meine Aufmerksamkeit besonders auch auf diesen wechselseitigen Austausch zu wenden haben. Doch hierüber möchte in der Folge noch manches zu besprechen sein. Ihre Bemühungen kommen zeitig genug zu uns. Den unsrigen sind auch schnellere Wege gebahnt. Lassen Sie uns der eröffneten Kommunikation immer freier gebrauchen. Goethes Westöstlicher Divan ist gleich aus mehreren Gründen ein romantisches Buch. Schon der Übersetzer Josef von Hammerpurgstall, der mit seiner ersten vollständigen Haffesübertragung die erneute Beschäftigung Goethes mit der Dichtung des Orients auslöste, gehört der romantischen Epoche an. In Goethes Einleitung zu den Noten und Abhandlungen klingt zudem seine Idee der Weltliteratur an. Aber auch Goethes Art, sich den persischen Dichter Hafis anzuverwandeln, sich mit ihm in einen poetischen Wettstreit zu begeben und dabei das kulturell verbindende zwischen Orient und Okzident herauszuarbeiten, ist besonders und modern. Buch Hafis Unbegrenzt. Dass du nicht enden kannst, das macht dich groß. Und dass du nie beginnst, das ist dein Los. Dein Lied ist drehend wie das Sterngewölbe. Anfang und Ende immerfort dasselbe. Und was die Mitte bringt, ist offenbar das, was zu Ende bleibt und anfangs war. Du bist der Freuden echte Dichterquelle, und ungezählt entfließt dir Well auf Welle. Zum Küssen stets bereiter Mund, ein Brustgesang, der lieblich fließet, zum Trinken stets gereizter Schlund, ein gutes Herz, das sich ergießet. Und mag die ganze Welt versinken, Hafis, mit dir, mit dir allein will ich wetteifern. Lust und Pein sei uns den Zwillingen gemein. Wie du zu lieben und zu trinken, das soll mein Stolz, mein Leben sein. Nun töne Lied mit eigenem Feuer, denn du. Du älter, du bist neuer. An Goethes 59. Geburtstag überliefert sein Sekretär Riemer ein Gespräch über das antike, tragische und das romantische. Es zeigt sich hier sehr anschaulich, dass der Gegensatz von Klassik und Romantik, den Goethe hier definiert, auch ein Konflikt zwischen Jugend und Alter ist. Goethes Geburtstag mit ihm über den neuen Roman, besonders den seinigen. Er äußerte, seine Idee bei dem neuen Roman Die Wahlverwandtschaften sei, soziale Verhältnisse und die Konflikte derselben symbolisch gefasst darzustellen. Abends über das antike Tragische und das Romantische. Das antike Tragische ist das menschlich Tragierte. Das Romantische ist kein natürliches, ursprüngliches. Sondern ein gemachtes, ein gesuchtes, gesteigertes, übertriebenes, bizarres, bis ins Fratzenhafte und Karikaturartige. Das antike Magische und Zauberische hat Stil, das Moderne nicht. Das antike Magische ist naturmenschlich betrachtet. Das Moderne dagegen ein bloß gedachtes, fantastisches. Das Antike ist nüchtern. Modest, gemäßigt, das Moderne ganz zügellos, betrunken. Das Antike erscheint nur ein idealisiertes Reales, ein mit Großheit und Geschmack behandeltes Reales. Das Romantische ein unwirkliches, unmögliches, dem durch die Fantasie nur ein Schein des Wirklichen gegeben wird. Das Antike ist plastisch, wahr und reell. Das Romantische täuschend wie die Bilder einer Zauberlaterne, wie ein prismatisches Farbenbild, wie die atmosphärischen Farben. Nämlich eine ganz gemeine Unterlage erhält durch die romantische Behandlung einen seltsamen, wunderbaren Anstrich, wo der Anstrich eben alles ist und die Unterlage nichts. Das Romantische grenzt ans Komische, das Antike ans Ernste und würdige. Das Romantische, wo es in der Großheit an das Antike grenzt, wie in den Nibelungen, hat wohl auch Stil, das heißt eine gewisse Großheit in der Behandlung, aber keinen Geschmack. Die sogenannte romantische Poesie zieht besonders unsere jungen Leute an, weil sie der Willkür, der Sinnlichkeit, dem Hange nach Ungebundenheit, kurz der Neigung der Jugend schmeichelt. Mit Gewalt setzt man alles durch seinem Gegner bietet man trotz die Weiber werden angebetet alles wie es die Jugend macht Goethe erlebte in seinen letzten Lebensjahrzehnten eine Phase ungeheurer Beschleunigung sowohl im Bereich der technischen Neuerung als auch in der Kommunikation er steht am Beginn unserer Moderne mit neuen Kommunikationsformen und beschleunigten Reise- und Handelswegen. Goethe hat den modernen Zeitgeist veloziferisch genannt und in manchen Szenen des Faust die raffende, rasende Ungeduld der Moderne vorweggenommen. Er wusste, dass er einer anderen Zeit angehörte, wie er in einem Brief an den Freund Zelter bekennt. An Karl Friedrich Zelter, 6. Juni 1825. Soeben kommt ein werter Brief. Wie ist alles so wahr, dass sich nicht leicht jemand gegen sein Zeitalter retten kann? Alles transzendiert unaufhaltsam, im Denken wie im Tun. Niemand kennt sich mehr, niemand begreift das Element, worin er schwebt und wirkt, niemand den Stoff, den er bearbeitet. Von reiner Einfalt kann die Rede nicht sein. Einfältiges Zeug gibt es genug. Junge Leute werden viel zu früh aufgeregt und dann im Zeitstrudel fortgerissen. Reichtum und Schnelligkeit ist, was die Welt bewundert und wonach jeder strebt. Eisenbahnen, Schnellposten, Dampfschiffe und alle möglichen Fazilitäten der Kommunikation sind es, worauf die gebildete Welt ausgeht, sich zu überbieten, zu überbilden und dadurch in der Mittelmäßigkeit zu verharren. Und das ist ja auch das Resultat der Allgemeinheit, dass eine mittlere Kultur gemein werde. Dahin streben die Bibelgesellschaften, die lancasterische Lehrmethode und was nicht alles. Eigentlich ist es das Jahrhundert für die fähigen Köpfe, für leichtfassende, praktische Menschen, die mit einer gewissen Gewandtheit ausgestattet ihre Superiorität über die Menge fühlen wenn sie gleich selbst nicht zum Höchsten begabt sind. Lass uns so viel als möglich an der Gesinnung halten, in der wir herankamen. Wir werden mit vielleicht noch wenigen die Letzten sein einer Epoche, die so bald nicht wiederkehrt. Zwischen Ablehnung und Bewunderung Goethes schwankt auch der Dichter Heinrich Heine. Er kritisiert die Kunstbehaglichkeit des großen Zeitablehnungsgenies und bekennt, im Grunde aber sind ich und Goethe zwei Naturen, die sich in ihrer Heterogenität abstoßen müssen. Auch in seinen berühmten Reisebildern kommt er gewohnt bissig auf Goethe zu sprechen. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Kennst du das Lied? Ganz Italien ist darin geschildert, aber mit den seufzenden Farben der Sehnsucht. In der italienischen Reise hat es Goethe etwas ausführlicher besungen, und wo er malt, hat er das Original immer vor Augen, und man kann sich auf die Treue der Umrisse und der Farbengebung ganz verlassen. Wir schauen nämlich darin überall tatsächliche Auffassung und die Ruhe der Natur. Goethe hält ihr den Spiegel vor, oder besser gesagt, er ist selbst der Spiegel der Natur. Die Natur wollte wissen, wie sie aussieht, und sie erschuf Goethe. Sogar die Gedanken, die Intentionen der Natur vermag er uns wieder zu spiegeln. Und es ist einem hitzigen Goetheaner, zumal in den Hundstagen, nicht zu verargen, wenn er über die Identität der Spiegelbilder mit den Objekten selbst so sehr erstaunt, dass er dem Spiegel sogar Schöpfungskraft, die Kraft, ähnliche Objekte zu erschaffen, zutraut. Ein Herr Eckermann hat mal ein Buch über Goethe geschrieben, worin er ganz ernsthaft versichert, hätte der liebe Gott bei Erschaffung der Welt zu Goethe gesagt Lieber Goethe, ich bin jetzt Gottlob fertig, ich habe jetzt alles erschaffen, bis auf die Vögel und die Bäume, und du tätest mir eine Liebe, wenn du statt meiner diese Bagatellen noch erschaffen wolltest, so würde Goethe ebenso gut wie der liebe Gott diese Tiere und Gewächse ganz im Geiste der übrigen Schöpfung, nämlich die Vögel mit Federn und die Bäume grün, erschaffen haben. Es liegt Wahrheit in diesen Worten, und ich bin sogar der Meinung, dass Goethe manchmal seine Sache noch besser gemacht hätte als der liebe Gott selbst, und dass er zum Beispiel den Herrn Eckermann viel richtiger, ebenfalls mit Federn und Grün, erschaffen hätte. Es ist wirklich ein Schöpfungsfehler, dass auf dem Kopfe des Herrn Eckermann keine grüne Federn wachsen. Und Goethe hat diesem Mangel wenigstens dadurch abzuhelfen gesucht, dass er ihm einen Doktorhut aus Jena verschrieben und eigenhändig aufgesetzt hat. Im Jahr 1835, wenige Jahre nach Goethes Tod, erscheint Bettines Buch »Goethes Briefwechsel mit einem Kinder«, eine als Briefwechsel getarnte Zusammenstellung zumeist erfundener Briefe zwischen Bettine von Arnim und Goethe. Das Buch begründet ihren Ruhm als Schriftstellerin und setzt Goethe ein literarisches Denkmal. Es reizt aber auch zur Kritik, sogar in der eigenen Familie. Der Bruder Clemens, gerade in München lebend und sehr katholisch geworden, nimmt Anstoß. Aber die jüngere Schwester weiß als moderne Frau, von 50 Jahren zu kontern, wie man hier nun am Schluss unseres Podcasts sieht. Clemens Brentano an Bettine, 17. Juni 1834. Liebe Bettine, ich habe die ersten vier Bogen deines Buches über Goethe mit großer Freude und einiger Sorge gelesen. Sorge brachte mir das Ärgernis ohne alle Not gegeben. Pagina 2 Wird dem Ganzen dadurch irgendein Nutzen gebracht, dass alle Menschen in Europa wissen, dass du nicht wohlerzogen auf dem Sofa sitzen kannst und dich übel erzogen auf eines Mannes Schoß setzest, und dass dieser die Würde eines armen närrischen Mädchens nicht achtend es duldet, und so weiter, dann ist die ganze Sache so seltsam skizziert und abgerissen, dass jeder Leser sie mit Unwill zu ergänzen gedrungen ist. Ich glaube, weder Arnim noch Goethe würden eine solche Veröffentlichung gebilligt haben. Bettine von Arnim an Clemens Brentano, 18. Juni 1834. Lieber Clemente, soeben erhalte ich dein Schreiben vom 17. Juni. Seit 20 Jahren und länger haben wir einander nicht geschrieben. Aber just was du tadelst, das ist das wahre Fundament alles Heiligen und Himmlischen in diesem wunderschönen Buch. Hier braucht die unschuldige Seele sich nicht zu verbergen. Sie kann unbefangen aussprechen, was ihre höchste Seligkeit ist, und braucht dem ganzen Publikum nicht weiß zu machen, dass was wahr ist, sei unwahr. Ich, achtzehnjähriges Kind, denn dass ich ein Kind war wie heute, weißt du wohl, hab auf Goethes Schoß gesessen und bin gleich an seinem Herzen eingeschlafen vor seliger Ruh. Und hab's in trunkener Freude an Goethes Mutter geschrieben und dabei bleibt's. Was wäre dabei zu verleugnen? Lieber Clemente, gestern habe ich so weit geschrieben und ich hätte die ganze Nacht fortschreiben können, hätte ich dir alles sagen wollen, was mir dabei einfiel. Aber ich darf dir nicht alles sagen, denn du würdest gewiss bös werden, wenn ich sagte, dass du eine alte Schlafmütze bist mit deinem verehelichten Goethe und mit deinem wohlerzogenen Frauenzimmer auf dem Sofa. Der alte Schleiermacher, der herrliche Mensch voll Güte, der sagte oft zu mir Bettine Dich hat Gott bei guter Laune recht con amore geschaffen, verleugne dich nicht, damit du allenfalls sein Werk nicht verpfuschst.